Und ja, Dortmund-Stuttgart. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von Dortmund diese Saison halten soll. Also, ich habe ja vor 2, 3 Wochen noch gesagt, dass ich Dortmund diese Saison nicht abschreiben würde. Prinzipiell bleibe ich auch dabei. Damals war die Ausgangslage halt noch eine andere, ne? Damals war das so, dass Dortmund keinen guten Fußball gespielt hat, aber einfach viele Spiele gewonnen hat. Und jetzt kommst du halt langsam in so einen Bereich. Deftige Niederlage gegen die Bayern. Du bist 90 Minuten lang in Stuttgart unterlegen. Also, das Ding ist halt. Bei Dortmund, ich sag euch ehrlich, meine Meinung zu Borussia Dortmund, ich persönlich, und das wird ein Dortmund-Fan nicht gerne hören wollen, wär ich Dortmund-Fan, da würde ich mir jetzt bei dem, was ich sagen werde, denken, halt bitte einfach deine Fresse. Aber dass ihr diese Saison rein spielerisch nichts reißen werdet, ist einfach irgendwo der normale Lauf der Dinge. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, dass ihr da über 10 Jahre am Stück jedes Jahr ein Weltklasse-Talent im Kader hattet, das ist halt einfach. Meines Erachtens nach ein Freak-Accident. Dass es irgendwann auch mal diese 1, 2 Jahre Leerlauf geben wird, das war ja eigentlich klar. Und dann muss man einfach dieses Jahr sagen, sind einfach Bayern München und Leverkusen, vor allem Leverkusen, wo man jetzt vielleicht nicht so extrem mit hätte rechnen können, einfach ein Punkt drüber. Und ich kann verstehen, dass man das als Dortmund-Fan nicht hören möchte, aber ich würde da nicht alles schwarz malen, weil ihr habt trotz allem einen sehr, sehr ordentlichen Kader zusammen. Ihr habt trotzdem Spieler im Kader, die noch den nächsten Step machen können und die auch bei euch den nächsten Step gemacht haben. Ich halte zum Beispiel unfassbar viel von Julian Brandt. Was euch einfach fehlt, ist meines Erachtens nach ein neuer Trainer. Ich bin kein großer Fan von Edin Terzic. Und euch fehlt einfach wieder dieser eine Unterschiedsspieler in der Offensive. Den habt ihr halt einfach gerade nicht, ne? Und dann kommen halt noch so ein paar andere Faktoren zusammen, dass so halt gerade. Und das kannst du halt so auch nicht. Es ist bei Dortmund wirklich schon. Und wie gesagt, das will kein Dortmund-Fan hören, weil es gibt auch Sachen, die ihr wirklich verbockt habt. Es gibt auch Sachen, die ihr verbockt habt. Ihr habt doch in dieser Transferperiode im Sommer Sachen gemacht, wo man dann im Nachhinein sagen kann oder auch schon bei den Verpflichtungen selbst sagen konnte, ah, vor allem wenn man mal nach Leverkusen schaut, die haben es schon deutlich besser gemacht. Aber der ganz große Punkt, und da kann man dann auch der Vereinsführung keinen Vorwurf machen, sind für mich zwei ganz, ganz oder ein ganz, 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 ganz großer Punkt. Ist, dass du gerade eigentlich drei respektive, ich würde sogar eher sagen, 4 Spieler im Kader hast, wo du das einfach nicht einplanen konntest, oder zumindest nur bis zu einem gewissen Grad, dass die halt diese Saison so unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ich habe das ehrlicherweise nicht kommen sehen, dass ein Allaire seine Chemotherapie, seine Krebserkrankung nochmal so einholen wird, weil der war ja in der Rückrunde wieder extrem stark. Und du siehst dem ja an, dass der aktuell, der läuft mit 10% übers Feld. Da geht wirklich nix. Der ist wirklich einfach gar nicht auf der Höhe. Tut mir auch für den Spieler brutal leid. Aber da kannst du ja jetzt nicht dem Dortmund-Kader, dem Dortmund, dem, wie heißt es? Der Dortmund-Kaderplanung einen Vorwurf machen, weil der war letzte Rückrunde übertrieben stark. Und der ist halt einfach jetzt gerade in einem unfassbar tiefen Loch. Also als Allaire damals zu Dortmund geholt worden ist. Und die Aussage würde ich heute wieder genauso treffen. Da hatte der hat ja ganz kurz danach erst die Krebsdiagnose bekommen. Für mich ist Allaire absolut ein Topstürmer in der Bundesliga, der in einem funktionierenden Dortmund immer seine 20 Hütten machen kann. Und sowas kannst du nicht einkalkulieren. Dass ein Adeyemi leistungstechnisch im Vergleich zu der Rückrunde so abfällt, kannst du auch nicht einkalkulieren. Und, ist mir der Controller aus der Hand gerutscht, du hast halt nun mal auch mit Duranville und mit Beino Gittens und eigentlich auch Gio Reyna drei absolute Ausnahmetalente, die halt aber super krasses Verletzungspech haben. Das ist halt auch alles ein Teil der Wahrheit. Also, es ist bei Dortmund sicherlich nicht alles nur Pech, aber es ist auch nicht alles Unvermögen und es ist alles Kacke. Also, da muss man, finde ich, bei Dortmund auch so ein bisschen die Waage halten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr, sehr krasser Offenbarungseid, dass du gegen die Bayern zu Hause so machtlos bist, dass du so untergehst und auch gegen Stuttgart, auch wenn die gerade eines der Teams der Stunde sind, so heftig, heftig abkackst. Also was mir einfach bei Borussia Dortmund so in den letzten Jahren, finde ich, vor allem jetzt diesen Sommer, was ich sehr kritisieren würde, ist wirklich die Transferpolitik, weil ich bei Borussia Dortmund echt so Parallelen zu Schalke sehe. Ich habe das Gefühl teilweise, da gibt es gar nicht mehr dieses krasse Scouting-Netzwerk, sondern das ist einfach so, hat schon mal ordentlich in der Bundesliga gespielt, komm her. Es ist halt, es wirkt sehr, sehr unkreativ irgendwie alles. Und also, ich kenne es halt aus nächster Hand bei Schalke. Das ist halt Bundesliga, ja, kannst du machen. Aber ja, so kopflos wirkt das irgendwie.
Also du musst halt schon so ein bisschen die Waage haben. Es ist auch sehr unfair, Dortmund mit Leverkusen die ganze Zeit zu vergleichen. Aber irgendwo musst du es ja machen, weil Leverkusen hat alles, was Dortmund in diesem Sommer falsch gemacht hat, richtig gemacht diesen Sommer. Die haben Leute aus der Bundesliga oder mit Bundesliga-Vergangenheit und Erfahrung geholt. Wie zum Beispiel Jonas Hofmann, super Transfer. Wie zum Beispiel einen Granit Xhaka, auch Bundesliga-Erfahrung, super Transfer. Aber die haben halt auch gleichzeitig dann eben solche Leute wie ein Boniface geholt und da wirklich einen Stil gemacht, ne? Oder auch ein Grimaldo. Wow, Digga, Grimaldo, heilige Scheiße. Was ein Transfer. Der Vergleich wird auch viele Dortmund-Fans nerven, aber du musst dich ja irgendwo, weil das gerade so dein nächster Konkurrent hinter den Bayern ist, du musst dich ja irgendwo mit Leverkusen vergleichen. Und da muss man vielleicht dann auch mal drüber nachdenken, ne? Und das ist jetzt bei Leverkusen auch so natürlich jetzt gerade eine krasse Phase mit dem Kollegen Xabi Alonso. Aber ich glaube halt auch, dass es Borussia Dortmund mal wieder gut tun würde, einen Trainer dahin zu stellen, der auch so einen gewissen Ruf und Namen hat. So, weil ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn ich einen Xabi Alonso anrufe, Grimaldo jetzt Spanier natürlich nochmal ein anderes Level, oder wenn du mit so einem Edin Terzic da sitzt und darüber redest, wie er dich im neuen System einbauen will. Also ich glaube, Borussia Dortmund würde das auch mal wieder gut tun, vielleicht nach Terzic, sich einen Trainer mit Rang und Namen zu holen, der dafür bekannt ist, Spieler auszubilden. Ich kann dir jetzt gar nicht einen Namen nennen, wen ich nehmen würde. Bin ich selber überfragt. Aber ihr versteht vielleicht meinen Punkt, kann man verstehen, wo ich hin möchte vom Punkt her. Terzic aber als Mensch 1 plus mit Sternchen. Ja, aber wir haben doch bestimmt ein paar Dortmund-Fans im Chat. Bestimmt, oder? Meine Meinung als Schalke-Fan von außen. Und ich meine das komplett ernst. Könnt mir gerne alle widersprechen. Aber ich gebe es ja zu. Ich bin Schalke-Fan. Und als ich klein war, war Schalke sogar tendenziell ein bisschen größer als Dortmund. Und man war sehr lange auf Augenhöhe. Und eine lange Zeit in den frühen 2000ern gab es auch mal so 5, 6 Jahre, wo Schalke in die Derbys tendenziell häufig als Favorit reingegangen ist. Dann war es auch eine lange Zeit ausgeglichen. Was die letzten Jahre jetzt passiert, das wissen wir ja. Guck mal, wenn mein Verein bei Trainerentscheidungen über die Emotionalitätsschiene gehen möchte, dann kann ich das irgendwo verstehen, weil das ist gefühlt das Einzige, was wir noch haben. Bei Dortmund, meine Meinung, an dem Punkt, wo ihr steht, alles, was Trainertyp Terzic, Menschenfänger, Publikumsliebling angeht, Quatsch mit Soße. Meine Meinung, braucht ihr gar nicht. Ihr braucht nicht über das Emotionale und über die Fannähe kommen. Digga, das habt ihr sowieso. Ihr seid sowieso einer der fanstärksten Vereine in Deutschland. Ihr braucht dieses Kämpfen und Malochen und Zusammenhalt-Image gar nicht. Braucht ihr gar nicht. Seid viel zu gut für. Völliger Quatsch. Braucht ihr nicht. Ihr braucht keinen Trainer, der sich da hinstellt und versucht, nochmal so ein Typ wie Klopp zu werden. Weil A, das wirst du sowieso nicht. Die Ära von Klopp wirst du niemals, niemals toppen können. Da muss schon sehr viel passieren. Und ich sag euch ehrlich, meiner Meinung nach braucht ihr als Trainer jetzt vielleicht nicht gerade einen Lucien Favre, weil die Pressekonferenzen, die waren schon sehr anstrengend. Das war das Extrem in die andere Richtung. Aber meiner Meinung nach braucht ihr einen Trainer, der einfach absolute taktische, spielerentwicklungstechnische Fachkompetenz hat. Und wenn der am Ende des Tages ein Stinkstiefel ist, mit dem die Fans gar nicht so viel anfangen können, egal. Ich sag euch, Real Talk, und wenn das wirklich auch nur zu einem Prozent wahr war, sage ich euch eine Sache, was euch in den letzten Monaten richtig gefickt hat. Und zwar, dass Nagelsmann Nationaltrainer geworden ist. Meine Meinung, Nagelsmann 10 von 10 fit für Borussia Dortmund. 10 von 10 fit. Der muss von den Fans nicht geliebt werden. Der kann auch der Ex-Bayern-Arschloch sein. Der kann auch ein bisschen geleckt wirken. Aber der würde aus eurer Truppe und aus euren Jungspielern so ein anderes Level rausholen. Ich glaube, Nagelsmann wäre rein spielerisch für Dortmund ein perfekter Fit gewesen. Ich glaube, das ist ein Trainertyp, den du gerade bei Dortmund für die nächste Zeit extremst brauchen könntest. Und ich weiß nicht, ob er es machen würde. Und je nachdem, wie die Saison zu Ende geht. Aber ich würde es mir auf jeden Fall, wenn die EM vorbei ist, auf jeden Fall mal überlegen und da mal nachfragen. Es wäre schon eine lustige Story, wenn Julian Nagelsmann zu den Dortmundern geht und das wie so ein Redemption-Arc aufzieht, so nach dem Motto, ihr klein habt mich damals entlassen und wolltet mir sagen, dass unter mir die Saisonziele gefährdet sind. Euch pisse ich jetzt mit dem dicksten Rivalen übertrieben ans Bein. Das könnte schon eine Dynamik entfachen, die sehr spannend für die Bundesliga wäre. Ob die Dortmunder dann überhaupt dahin kommen, das ist eine andere Geschichte. Man könnte schon eine sehr interessante Dynamik erzeugen. Meiner Meinung nach. Nee, lass mal. Dass das den Münchner nicht gefällt, ist mir klar. So, und ein letzter Punkt. Ein letzter Punkt, der Dortmund dieses Jahr auch noch fickt, ist die Erwartungshaltung. Das Problem ist, ja,
Du kannst aus der letzten Saison natürlich, das wird sich jeder Fan wünschen, zu Recht auch, du kannst aus der Saison natürlich gehen mit diesem, boah, letzte Saison, das habe ich ja auch gefordert, letzte Saison, wir haben es um einen Punkt nicht geschafft, wir haben es selber verkackt, jetzt greifen wir nochmal neu an. Aber die Wahrheit ist, wenn Bayern München nicht eine komplette YOLO-Aktion während der Saison macht mit Thomas Tuchel, kommt Dortmund niemals in die Situation, an der Meisterschaft zu kratzen. Niemals. Die Dortmunder wären letzte Saison Meister geworden, nicht weil Dortmund so übertrieben geil war. Ja, die haben eine starke Rückrunde gespielt, aber die wären Meister geworden, weil Bayern München über 3-4 Monate der unfähigste Haufen war, den es überhaupt in Deutschland gab. Es war ja Vogelwild, was die gemacht haben. Und ich befürchte, dass das für die nächsten Jahre erstmal, das war eine einmalige Chance. Weil jetzt gerade der Bayern-Kader, das war auch letzte Saison schon, aber der Bayern-Kader ist so, also es gibt de facto, wir haben in der letzten Ed Broski-Show drüber gesprochen und ich wiederhole jetzt auch vieles, was wir in der letzten Ed Broski-Show gesagt haben, aber es gibt bis auf Kobel keinen Spieler im Dortmund-Kader mit Bayern-Niveau. Stand jetzt. Ich rede nicht vom Entwicklungspotenzial. Kein Spieler außer Kobel würde bei Bayern München Stamm spielen. Niemand. Es gibt Spieler wie so ein Julian Brandt, der würde bestimmt auch bei Bayern München seine Rolle spielen. Aber Stamm? Nur Kobel. Und es gibt ja auch viele Statistiken, die, sage ich mal, das bestärken. Ne? Also gerade hat zum Beispiel einer reingeschrieben, wenn man sich den Punkteschnitt anguckt aus der letzten Saison, war das ja auch nicht so, dass Dortmund irgendwie 10 Punkte mehr geholt hat als sonst, sondern Bayern einfach 15 Punkte weniger als sonst. Und das dadurch so eng war. Und es sind halt so sehr, sehr... Ich sag, letzte Saison war eine einmalige Chance für Dortmund in den nächsten Jahren. Weil das war, eigentlich ist für Dortmund letztes Jahr alles zusammengekommen. Bei Bayern, es war das Jahr nach Lewandowski. Es gab keinen richtigen Stürmer. Es gab Unruhe, wie es sie niemals zuvor gab. Also, ja, ich glaube, schwierig. Bis auf die Trippelsaison war Bayern die letzten Jahre eigentlich immer angreifbar. Die anderen Mannschaften waren einfach zu blöd. Also, da würde ich vehement widersprechen. Also, wenn du jetzt nicht nur die letzten 3 Jahre meinst... Ich zeig dir ganz gerne mal die Abschlusstabellen, okay? Also 23. Hier sehen wir den Freak Accident. So, 71 Punkte Bayern München, okay? Dann gucken wir uns mal die Saison 22 an. 77. Dann gucken wir uns mal die Saison 21 an. 78. Gucken wir uns mal die Saison 20 an. 82. Dann gucken wir uns mal die Saison 19 an. 78. Dann gucken wir uns die Saison 18 an. 84. Dann gucken wir uns die Saison 17 an. 82. Die Saison 16. Jetzt kommen die Guardiola-Jahre, die waren sowieso komplett vercrackt. 88. 15. 79. 14. 90. De facto musst du im Schnitt, wenn du Meister werden möchtest, 83 Punkte oder so holen, um die Bayern zu schlagen. Im Schnitt. Und, oh, das ist halt dann, da musst du eine Saison spielen, wo du dir dieses eine Ausrutscherspiel einfach nicht leisten kannst. Wenn du Meister werden möchtest in den letzten Jahren, musst du, vom Gefühl her, darfst du kein Spiel gegen die Bayern verlieren und darfst maximal 2 Ausrutscherspiele drin haben. Wenn überhaupt. Aber sobald du, und dafür waren die Dortmunder in den letzten Jahren immer bekannt, sobald du diese typische Niederlage in Augsburg, das Unentschieden zu Hause gegen Heidenheim drin hast, vorbei. Weil die Bayern einfach zu stark sind. Und deshalb bleibe ich auch ein bisschen skeptisch mit der Bayern 04 Leverkusen Euphorie. Es ist geil, was die machen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das über 34 Spieltage durchziehen. Ich würde es mir wünschen, es wäre super geil für die Liga, aber die werden auch mal irgendwann ihr Spiel drin haben.